Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Fredol und ich heißen euch heute herzlich willkommen. Ich bin total nervös, Freunde, weil ich was anzukündigen habe. Heißen euch herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, bevor wir reinstarten, was ganz wichtig ist. Freitag 18 Uhr wird es unfassbar. Da wird was Krasses auf euch zukommen. Freitag 18 Uhr, tragt es euch in den Kalender ein. Ich bin so aufgeregt. Der kleine Fredol hat auch ein bisschen was damit zu tun, Leute. Ich glaube nicht lange. Heute wird die Video Reiches Mädchen beschuldigt. Armes Mädchen. Let's go. Oh mein Gott, das wäre perfekt. Hey, Vorsicht, Sophie! Sorry, hab dich übersehen. Hast wohl auch nicht aufgepasst, als du dich heute Morgen angezogen hast. Boah, die hat jetzt schon in mehreren Filmen mitgespielt und die guckt immer so eklig mit ihrer... So, chill doch mal. Selbst wenn dich jemand anrempelt, das kann jedem mal passieren. Da muss man nicht direkt jemanden direkt so anpöbeln. Hast, wo kauft man sowas? Im Discounter? Jeder darf tragen, was er will. Und ich finde, der Pulli sieht gar nicht so schlecht aus. Oder von der Kleidersammlung. Lass sie bloß in Ruhe. Nur weil deine Familie reich ist, hast du kein Recht, auf ihr rumzuhacken. Ach ja? Also, ich habe eine schönere Tasche als du. Das ist egal. Es interessiert dich, wer welche Taschen hat. Und freu dich, selbst wenn deine Eltern mehr Geld haben. Du kannst einfach nur Glück haben, weil du damit geboren bist. Du hast nichts dafür getan. Deine Eltern haben einfach nur Geld. Hör auf, einfach andere Menschen oder andere Mädchen deswegen runterzumachen. Ich trage Designer-Outfits. Oh, toll! Designer-Outfits, Fridolin. Da müssen wir mal klatschen. Wow! Ich habe sehr viel Respekt vor dir. Du trägst Designer-Klamotten. Damit bist du direkt ein viel tollerer Mensch. Nicht! Das war Ironie, Leute, das war Sarkasmus. Natürlich bist du kein besserer Mensch, nur weil du Designer-Klamotten trägst. Und mein Bike da drüben ist besser als... Wo ist mein Bike? Tja. Keine Ahnung. Das muss jemand geklaut haben. Ich hatte es dort angeschlossen. Na, das ist ja dann wohl Karma. Ja, würde ich auch mal sagen. Also, das ist eindeutig Karma. Also es hat keiner gerade, wir sind 40 Sekunden in diesem Video, es hat keiner mehr verdient, dass das Fahrrad geklaut wird, außer du, ja? Viel Glück. Sekunde mal. Du bist immer total neidisch auf mich. Vielleicht hast du es ja geklaut. Ich wette, sie war... Nein, sie ist nicht neidisch. Ihr habt euch gerade angerempelt, habt euch angepöbelt und nur du hast geredet. Sie stand einfach nur da und hat nichts gemacht. Wer redet hier von Neid? Ja, ihr zwei bleibt schön hier. Ich hole Direktor Sanford. Er wird der Sache auf den Grund gehen. Die steht einfach nur da, macht rein gar nichts. Weißt du, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Bitteschön, hab nichts damit zu tun. Bitteschön, mach doch so. Sie hat damit nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie das geklaut hat. Vielleicht war das eine von ihren Freundinnen oder so. Wer weiß. Aber vielleicht war es auch der Rektor selber. Einfach Plot-Twist. Einfach der Direktor hat's geklaut. Chloe, Sascha und Amber sind echt voll mies. Wegen ihnen hasse ich die Schule. Ich kann echt nicht glauben, dass du mit denen abgehangen hast. Was? Sie hängt doch gar nicht mit denen ab. Sie mag die doch selber nicht. Machst du? Mein Rucksack, der ist schwer wie Blei. Sophie, sag mir bitte, dass du Nein, nicht... Nein, echt. Ich bin genauso überrascht. Wie kamst du da rein? Keine Ahnung. Okay, wir rekapitulieren. Hast du die Tasche irgendwo gelassen? Höchstens heute Morgen, als wir angekommen sind. Aus dem Weg! Du chill doch mal! Du bist nichts Besseres, sie so... Aus dem Weg! So, herrje. Oh, sorry, Brandon. Toll, jetzt wird er nie mehr mit mir reden. Keine Sorge, ich glaube, du bist nicht chancenlos. Soweit ich weiß, datet er niemanden. Oh nein, sie kam selber auf die Idee, du Drecksstück. Die hat selber ihr eigenes Fahrradschloss genommen, bei ihr in den Rucksack getan und kann jetzt behaupten, dass sie das Fahrrad geklaut hätte. Was hast du davon, Mädel? Wie armselig kann man sein? Kümmer dich doch einfach mal um dein eigenes Leben. Kannst du mein Rad abschließen? Ich will mit Brandon sprechen. Brandon! Sorry, Soph. Ich liebe Chloes neues Rad. Wäre es nicht cool, wenn wir pinke Räder hätten? Amber! Amber! Hä? Ärgert dich das nicht mit Chloe und Brandon? Was? Nein, das ist mir so egal. Wollen alle was von Brandon oder was? Sie, die andere und sie auch? Alle auf Brandon oder was?
Brandon, lass auch mal was noch Frauen für die anderen übrig. Sophie, Ellie, kann ich kurz mit euch reden? Klar. Ja. Oh nein, die hat jetzt die Tasche da stehen lassen, weil die Lehrerin sie zum Reden gerufen hat. Und natürlich packt sie jetzt das Fahrradschloss da rein. Amber, sie hatte das Schloss bei sich, als ich meinen Rucksack stehen ließ. Hm. Sie muss es da reingetan haben, als wir mit Flanagan sprachen. Aber warum sollte sie? Denk mal nach, sie ist neidisch wegen Chloe und Brandon. Sie wollte ihr vielleicht schaden, ohne selbst Probleme zu bekommen. Das erzählen wir Chloe. Sehen Sie, sie hat doch mein Schloss. Sophie, los, komm mal her. Nein, ich weiß nicht, wie das da reinkam. Ja, Sophie war das bestimmt nicht. Und wir wissen ja noch nicht einmal, ob es Chloes ist. Bist du dir da sicher? Her damit. Sophie, in mein Büro. Sofort. Ja, aber nur weil sie da jetzt stand mit dem Schloss in der Hand, so, das heißt ja noch lange nicht, dass sie es war. Sie kann jetzt einfach dem Schulleiter erklären, nein, es hat mir jemand untergejubelt, um die Schuld auf mich zu schieben. So eindeutig. So, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass das irgendwo jemand gemacht hat. Ich schwöre, ich war das. Zum letzten Mal. Das kannst du dir sparen. Auf frischer Tat, Sophie. Ja, okay, also wenn sie halt schon öfter Mist gebaut hat und so, dann glaubt der Schulleiter das natürlich irgendwann nicht mehr so, ne? Aber sie war es halt jetzt wirklich nicht. Brechen Sie mit Amber. Sie ist eifersüchtig auf Chloe. Hör mal, verschon mich mit dieser Teenager-Seifenoper. Ich will nur wissen, wo Chloes Rat ist. Letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Aber ich sage die Wahrheit. Ich habe mit dem Diebstahl überhaupt nichts zu tun. Aber die Beweislage ist eindeutig. Vielleicht war es nicht Sophie, auch nicht Amber, sondern Fridolin. Fridolin, hast du etwa das Fahrrad geklaut, damit du mit deinem kleinen Patscherchen damit fahren kannst? Du kommst doch nicht mal in die Pedalen damit. Wie willst du denn Auto fahren, Kollege? Also wenn du nicht beweisen kannst, wer es sonst war, muss ich dich von der Schule verweisen. Was? Nein, das können sie nicht. Tut mir leid, aber dafür gibt es eindeutige... Wenn einer das kann, dann der Schulleiter. ...Vorschriften. Da hättest du früher drüber nachdenken. Ja, das ist so krass. Also ohne Beweise kann man halt eigentlich nichts... irgendeiner Person unterstellen. Was ist los? Hat er dir geglaubt? Kein bisschen. Ich darf nicht in die Schule, bis ich Beweise habe, dass es jemand anders war. Das ist ein Witz. Das wäre schön. Meine Eltern sind arbeiten, sie wissen es noch nicht. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sie reagieren, wenn sie... Kannst du nicht einfach machen, ohne Beweise einfach rauszuwerfen. ...es herausfinden. Das ist verrückt. Was machen wir jetzt? Das können wir Amber nicht durchgehen lassen. Wir müssen sie überführen. Aber wie soll das bitte schön gehen? Hinterher schnüffeln? Sollen die jetzt selber das ermitteln oder was? Bis sie Beweise hat, so jetzt müssen die selber da Selbstjustiz machen in der Schule. Das kann doch nicht sein. Weißt du, das ist gar keine so schlechte Idee. Natürlich hat Amber ihr das in den Rucksack geschmuggelt. So, die hat gesehen, wie Chloe mit dem Typen chillt, den sie auch gut findet, war ein bisschen eifersüchtig und hat einfach schnell ihr Rad geklaut. Und damit sie nicht die Schuld kriegt, einfach schnell Sophie in die Schuhe geschoben. Umgezogen? Ja, viel zu heiß für die anderen Sachen. Die hat einfach Ersatzklamotten mit. Also in der Schule geht es eigentlich darum, was zu lernen, Schule zu machen. Das sind wichtige Dinge. Aber nein, die ganze Rucksack ist wahrscheinlich voll mit Klamotten. Also sie ist auch in dieser Gruppe hier in der Mitte so ein bisschen die Anführerin. Und die beiden links und rechts sind so die Mitläuferin, ne? Ich hatte das noch dabei. Gefällt's dir? Ganz süß. Toads Fab. Gehen wir zu Impeccable? Die haben neue Ware. Kann ich nicht. Ich auch nicht. Es ist ein bisschen teuer. Im Moment bin ich eigentlich pleite. Das ist zu verführerisch. Ist das euer Ernst, Leute? Ich muss los. Wer ruft mich denn jetzt wieder an? Brandon! Hey, du. Ja, ich wollte gerade shoppen gehen. Was gibt's? Ja, sie ist ja eifersüchtig jetzt. Hör mal, es ist okay, wenn dich das mit Chloe und Brandon nervt. Willst du drüber reden? Das nervt mich kein bisschen. Echt? Also mich würde das voll nerven. Guck mal, Hinten beobachten die dich hier im Bus. Okay, wenn es das nicht ist, was dann? Es ist nur krass, wie Chloe mit ihrem Geld angibt und meint, jeden rumkommandieren zu müssen.
Ich meine, das ist ja nichts Neues. Ja, dann solltest du mal überlegen, ob sie eine gute Freundin ist, weil so eine Freundin, die einen nur herumkommandiert und wo das eine sehr einseitige Freundschaft ist, wo es nur um Chloe die ganze Zeit geht, ist halt, also musst du dir halt überlegen, ob das eine wirklich eine gute Freundschaft ist. Und hat nichts mit Brandon zu tun. Ehrlich gesagt, habe ich jemand Neues. Hey, Babe. Hey. Babe? Warte, ihr zwei seid... Ja, das wollte ich gerade sagen. Hoffentlich ist es nicht komisch für dich, dass ich Joshs besten Freund date. Das ist doch okay, oder? Nein, machst du Witze? Ich freue mich für euch beide. Wusstest du das, Josh? Ich hab's vor 5 Minuten rausbekommen, dass Sal und Amber daten. Oh, so aufregend! Wollen wir ein paar Smoothies schlürfen, Leute? Wollen wir ein paar Smoothies schlürfen? Wer sagt denn schlürfen? Egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt natürlich nicht gut für Sophie und die Freunde, weil jetzt sehen die, okay, sie hat sogar einen Freund. Also dann ist ihr das vielleicht mit Brennan und Chloe wirklich egal. Das ist natürlich nicht so gut. Hättet ihr Bock? Eigentlich muss ich nach Hause gehen und Josh, kommst du mit mir mit? Ja. Aber ich sag Chloe, wo ihr hingehen werdet. Wir sollten bald double daten. Okay, bis dann. Mach's gut. Wie lief's heute Morgen? Ich verstehe es nicht. Wenn Amber doch nicht neidisch auf Chloe ist, warum schiebt sie mir das in die Schuhe? Wenn sie das Schloss nicht in den Rucksack getan hat, wer dann? Es war Chloe selber. Oder Plot-Twist, sie. Oder der Schuldirektor. Oh Mann, ich bin manchmal ein bisschen albern. Nein, ich glaube, es war Chloe selber. Sascha. Und? Ja, okay. Das ist so süß. Wie teuer war das? Du weißt doch. Geld spielt keine Rolle. Du weißt doch, meine Eltern sind reich, rich. Geld spielt keine Rolle. Grüße gehen raus in diesem Video, Freunde, an Erik, an Fabian und an Joris. Wenn du in diesem Video auch grüßt werden willst, folg mir einfach auf Instagram und schreib mir eine Nachricht. Wo ist denn Amber? Die gehen was trinken. Ich muss leider weg. Wir sehen uns morgen. Okay. Okay. Und was jetzt? Geben wir es auf? Sekunde. Weißt du noch, heute Morgen hat Sascha gesagt, sie wollte auch so ein Rad. Ja. Wir sollten uns an ihre Fersen heften. Okay, jetzt ermitteln sie die nächste Freundin. Weil sie meinte ja, oh mein Gott, ich hätte auch gerne so ein cooles Rad. Okay, jetzt ist sie die nächste Hauptverdächtige. Hey, Süße. Hi. Ich hab was für dich. Oh mein Gott, du hast es in Pink. Warte, ich dachte, es wäre ausverkauft. Woher hast du es? Also, ich darf es nicht verraten. Sagen wir einfach, ich habe meine Quellen. Kommt doch rein. Ich bin echt platt. Also, was? Saschas Mom? Hä? Nur das Beste. Einfach ihre Mom hat das Rad geklaut? Hä? Für mein Schätzchen. Der Sattel so ist süß. Cool. Wir müssen Chloe erzählen, wo ihr Rad ist. Das muss alles geklärt werden. Ich muss aber jetzt endlich nach Hause. Es ist spät. Okay, kein Problem. Ich aber bring dich dann vielleicht, es muss ja nicht das geklaute Rad sein. Vielleicht ist es auch irgendwie, sie meinte zwar, sie hat ihre Quellen, aber es kann ja auch irgendwo anders her sein. Morgen auf den neuesten Stand. Ich bin so froh über diese Wendung. Ich danke dir. Ja, wir sehen uns. Bis später. Yeah, Fridolin. Hi. Hey, also was hat Chloe gesagt, als du vom Rad erzählt hast? Ich habe nichts erzählt. Ich habe heute Nacht was gesehen, was alles in Frage stellt. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist geflogen. Ich kann's immer noch nicht glauben. Sollen wir etwa zum Schulleiter? Mach das. Ich habe nichts zu verbergen. Sophie, du solltest nicht hier sein. Ich weiß, aber ich kann jetzt sagen, wo das Rad ist. Tja, na klar. Bei dir zu Hause. Ich sollte echt die Cops rufen. Ja, das müssen wir tun, wenn du nicht gehst, Sophie. Ich habe doch gesagt, ich war es nicht. Gestern habe ich gedacht, es wäre Amber gewesen, die das lilafarbene Schloss nahm und es in meinen Rucksack getan hat. Aber was wäre denn ihr Motiv gewesen? Also habe ich Sascha verfolgt. Du hast was? Sorry, aber ich musste mich ja entlasten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie geschockt ich gewesen bin. Sascha hatte Chloes Bike. Was? Du warst das? Du hast's geklaut? Nein, ich schwöre, ich wollte euch noch erzählen, dass meine Mama mir auch eins kaufte. Aber ich wollte wegen deinem Rad nichts sagen. Es ist nicht dasselbe. Mom wollte nicht mal sagen, woher es ist. Lügnerin! Du warst es. Und ich dachte die ganze Zeit, Sophie war es. Wow. Es war weder Sascha noch ihre Mutter. Okay. Okay. Sophie hat noch weiter ermittelt. Also die Chloe scheint ja echt leichtgläubig zu sein. Sie hat jetzt direkt Sascha die Schuld gegeben, aber die ist es auch nicht.
Es kann jetzt ja nur noch Chloe selber sein. Ich verstehe nur Bahnhof, wenn es keiner von dir... Oder ihre Freundin. Oh nee, das wäre so hinterhältig. Din war... Wer denn dann? Es war Chloe. Ja, eben. Das ist verrückt. Warum sollte ich mein eigenes Rad klauen? Weil deine Familie das Geld braucht? Genau. Das wird... Oh mein Gott, sie tut nur so, als hätte sie Geld. Die Familie hat tatsächlich gar nicht viel Geld. Ja, von Mal zu Mal besser. Wir haben mehr Geld als jeder hier. Ja, und selbst wenn ihr es nicht habt oder habt, das ist völlig egal. Es spielt auch gar keine Rolle. Warum ist dir das so wichtig, Mädel? Das kann einfach nicht sein. Ich meine, sie kauft doch immer die teuersten Sachen. Gestern auch. Das kann nicht sein. Das war auch, was ich zuerst dachte. Aber dann stieß ich auf die Wahrheit. Wisst ihr, ich fand es komisch, dass Chloe sich umzog nach der Schule. Bis mir klar wurde, Chloe hat sich gar nichts Neues gekauft. Entschuldigung, ich nehme das. Klar. Dankeschön. Gute Wahl. Oh, kann ich auch was umtauschen? Kein Problem. Hast du den Bon? Hab ich. Sie hat die alten Sachen gegen das neue umgetauscht. Oh mein Gott, sie tauscht Klamotten, zieht sich um, range das alles, geht in den Laden und gibt das Sachen zurück, damit es so wirkt, als hätte sie sehr viele teure Klamotten. Das ist natürlich so verrückt, dass man sowas macht. Also das ist so verrückt. Das ist genauso wie Leute, die Klamotten bestellen, nur mit diesen Klamotten kurz Fotos machen und die dann wieder zurückzuschicken. So, das ist das Dümmste, was es gibt. Du Lügnerin. Ach ja? Und warum hängt noch das Preisschild dran? Darf ich mal bitte? Nein, nein, nicht! Lass oh das! Das ist peinlich, Chloe. Warum sollte sie es dran lassen? Damit sie es dann auch umtauschen kann, so wie die anderen. Aber was hat denn das alles mit dem Rad zu tun? Dazu kommen wir noch. Wisst ihr, als ich herausfand, dass Chloes Bike in Saschas Haus war, ging ich rüber zu Chloe. Da konnte ich dann sehen, dass die Bank das Haus beschlagnahmt hat, weil sie die Raten nicht mehr regelmäßig bezahlen konnten. Sie haben sogar richtig finanzielle Probleme. Und das ist sehr traurig, das gönne ich niemanden, auch nicht sie. Und sie wirkt ja sichtlich traurig darüber. Aber sie kann doch, sie muss es ja nicht rumerzählen, aber so auf Krampf tun, dass man noch irgendwie was ist, was man nicht ist. So, das ist halt so sinnlos. So, sei doch einfach normal. So, du musst, also man muss doch nicht die Reichste sein. So, wen juckt das? Die Räumung war in vollem Gange. Ein trauriger Anblick. Chloe hat allen weisgemacht, dass sie reich wäre. Aber ihre Familie brauchte Geld und das sollte niemand wissen. Also hat ihre Mutter das Rad Saschas Mutter verkauft, mit der Bitte, es niemandem zu erzählen. Stimmt doch. Chloe? Krass, die hat das verkauft und gleichzeitig hat Chloe das Schloss in dem Rucksack von ihr versteckt, sodass es noch so aussehen würde, als hätte sie es geklaut, damit niemand rauskriegt, dass sie es verkauft hat. Sonst würde ja jeder fragen, hä, wo ist denn dein tolles, teures, pinkes Rad? Und sie so, ja, habe ich verkauft. Ja, warum verkaufst du es, wenn du reich bist? Ja. Ist das die Wahrheit? Das Geschäft meiner Mutter ist pleite. Ist doch nicht, also klar, das ist nicht schön so, aber es ist doch, also sei doch ehrlich damit. Es ist doch nicht was Schlimmes, nicht reich zu sein. Mein Dad verlor seinen Job. Es wurde immer schlimmer, sehr schlimm. Chloe, warum hast du nichts gesagt? Wir hätten dir geholfen. Ja, du hast doch gute Freundinnen an deiner Seite. Ich wollte nicht, dass ihr mitkriegt. Tut mir leid. Weißt du, nicht reich zu sein ist okay. Ja. Ist doch keiner von uns. Und für mich machst du dich viel nahbarer. Richtig, so. Man ist auch oft sympathischer. So, man muss sich von niemandem so beweisen, profilieren und so. Und, ja. Als die reiche Chloe. Ja. Gut, du hast jetzt die Wahrheit gesagt, aber das ändert nichts an der Lüge wegen des gestohlenen Rats. Und dann hast du auch noch Sophie beschuldigt. Ja, ich meine, warum ich? Ich ahnte, dass du das mit dem Rucksack warst. Aber was habe ich dir getan? Sie war wohl neidisch auf dich, würde ich sagen. Neidisch? Auf mich? Vergiss das mit dem Geld.
Aber Chloe hatte keinen Anlass zum Neid. Sie ist hübsch und beliebt. Und da wäre ja auch noch Brandon. Warte, warte. Was? Von wem sprichst du? Chloe. Und du? Ihr seid nicht zusammen? Oh nein. Brandon hat ihr gesagt, dass sie Sophie besser findet. Und deswegen war Chloe neidisch und eifersüchtig auf Sophie. Und hat ihr deswegen das Schloss in den Rucksack geschmuggelt. Weil der Brandon gar nicht interessiert ist an Chloe. Man gab euch sogar einen Namen. Clendon. Clendon. Nein, nicht so. Ich hing mit Chloe ab, weil ich wissen wollte, wie ich an dich rankommen kann. Ihr wart doch Freundin. Aber als ich das mit dem Verweis mitbekam, dachte ich, es ist vorbei. Du hast das gemacht, damit ich von der Bildfläche verschwinde und Brandon nicht mit mir sprechen kann? Ausgerechnet du solltest es doch wissen. Die Wahrheit kommt am Ende immer ans Licht. Sie ist so ein Dreckstück. Ich hoffe, dass sie sich jetzt verändert und natürlich kriegt sie von allen eine Chance. Und sie hat sie jetzt ja auch so ein bisschen Reue schon gezeigt, aber ja, da muss sie wirklich sein, ihr Verhalten wirklich ändern. Ich verstehe nicht, was er von dir will. Was ist auch jetzt so ein doofer Satz? Das ergibt keinen Sinn. Tja, Chloe, ne, man kann nicht alles bekommen im Leben. Amber. Chloe, du kommst mit in mein Büro, ja. Sofort. Sophie, was passiert ist, tut mir sehr leid. Ich werde deine Eltern anrufen und ihnen alles erzählen. Du bist rehabilitiert. Chloe. Los! Und für Chloe ist jetzt die Kacke am Dampf. Ich wollte das nicht. Ich bin doch unschuldig. Spar dir das, Chloe. Ja, unschuldig für dich. Das war ja mal eine verrückte Geschichte. Ja, es tut uns alles so leid, Leute. Dass wir gemein waren. Wir sehen uns. Ja. Es ist oft so, dass die Mitläufermädchen am Ende gar nicht so fies sind, sondern dass die alles, ist nur so ein schlechter Einfluss von der Anführerin quasi, ne? Hey, Sophie. Jetzt, wo du wieder da bist, könnten wir doch mal zusammen abhängen, oder? Ja, das würde ich gerne. Wer hat meine Hausaufgaben? Da wartet schon unser nächster Fall. Ja, Detektivin Sophie ist am Start. Freunde, das war's mit der heutigen Geschichte. Sehr coole, kurze Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und vor allem ein Abo, wenn ihr noch in der Margang seid. Ich bin der Margo, wir sind die Margang. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier mein Instagram. Hier zwei andere coole Videos. Und der Friedel und ich sagen Tschüss und bis morgen.